uns als Kultisten verkleidet. Ein richtig cooles Outfit, muss ich sagen. Da bin ich grün mit Maske und so, schon richtig fesch. Und wir müssen zum Grab. Wir sehen da Opferungen vom Kult. Das ist sehr strange. Und ja, dann geht's zum Grab. Dort gibt es wieder massenweise Action, wie gewohnt. Ja, was soll jetzt passieren? Das seht ihr in diesem Teil. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen bei Tomb Raider. Wir machen weiter. Und zwar haben wir noch eine Chance, die Schatulle zu bekommen. Dazu müssen wir aber in das Grab des Königs, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir sollten hier wahrscheinlich die ganzen die Gefangenen jetzt geflohen, das geht jetzt aber schnell, ne? Sind die ja so schnell gar nicht merken. Ach so, ja, natürlich. Pfeilbogen. Und dann hängen wir uns den mal dran, ne? Und Königin Unurato ist geflohen. Ja, genau. Ah, okay. Uzi, das war einfach. Ich habe Unurato. Uzi, das du lachen le cucilo. Da bet in Castikon. Nächsten. Okay. Gemütlich lang eiern. Ich gehe davon aus, dass diese Krieger hier nicht ganz so heftig sind wie die. Mal da jetzt kann ich das kaputt machen. Muss ich jetzt mal schauen. Das ist ja eigentlich quasi immer dasselbe, ne? Das einreißen. Brennen vielleicht mit Feuer. Geht heute in die andere, oder? Nee. Da. Also doch. Da hoch. Das war nix. Das war nix wie gehabt. Ne? Dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Ah. Viel besser von der Seite aus. Und dann, ja gut, ist er jetzt in Position. Okay. Den kriegen wir da auch noch. Den kriegen wir da auch noch. Zwar. Du leiser. Was lechelo. Telo. Ichi lechiwo. Da muss ich doch nicht gucken, ne? Was lechelo. Tela. Hoke sabach telo. Ja, wir hatten aber eine Waffe. Von daher. Okay, und die räumt auf für uns. Wir haben nur Pfeil und Bogen. Na gut. Let's go. Den Lappen. Ich glaube, das war's. Ja, glaube ich auch. For now. We should hurry to the other district. Warum habe ich keine Waffe? Keine ordentliche. Let's go. Klasse. Jetzt sind wir ganz wieder zurück. Ich komme da nicht durch.
Okay. Der Schlüssel. Komm, ich will dir was zeigen, ich bin mal gespannt. Zur Sonnenfinsternis muss die Schatulle geöffnet werden. Okay. Ach so, die muss ich dir. Aber wohl die Schatulle noch nie gesehen und die doch beherrscht die sonst schon seinen Geist. Und sie tut die Zeremonie vollziehen bei der Sonnenfinsternis und die ist darauf vorbereitet auf die Schatulle. Bin hier mal gespannt. Wir müssen es erstmal finden. Okay. Wir müssen gehen. Die Schatulle. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Tut mir leid. It is my destiny. It's connected to the sacrifice of Kukulkan. When the crimson fire smokes, seek your mirror. It's a powerful force of accountability. That's all I know. Die Jaxil. Sie waren groß und schnell, hungrig, fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen, sind mehr als das, okay? Was haben wir denn da gekämpft? Do you mean the Yashil? I would not call them creatures. They're more than that. Ja, das kennen wir, ne? Ich wollte schon sagen, mit dem Rücken zur Wand. Und dann geht's nach draußen. Ich kann mich ja gar nicht daran erinnern, wie ich von da gekommen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und die leben in einer Art Kooperation mit den. Yaxil owes much of his safety to them. I don't know if that's their intention, but their actions have that effect. No, we have always lived in cooperation. I think Amaru might be planning a public sacrifice. Dann. No, not on the expense. Not at the expense of the cost. Stay near me and do as I do. The crowd could turn us. This way. Ja, die Königin ist leider nicht in eurer Gewalt. Moment. Preservation! Their leader, the traitor, Murat, your fallen queen, is in my custody. Man soll sich angucken, was er macht. But it is not too late to save faith. We offer a sacrifice to Kukulkan as a prayer for protection. As the end draws near, with this sacrifice, Trevor's life will be redeemed. May all his fellows see the light and rejoin us. He sees it as a means to an end.
Ach so. Ja, krass. Aha. Also unten werden sie geopfert und dann werden sie heruntergeschmissen. Und warum? Komm. This rebel sacrifice. He becomes one of us. Again. Das ist ja wie bei der ganz schön Verschwendung, ne? Die Krieger, würde ich mal sagen. Afraid, and with good reason. Wir am Anfang in der Stadt, ne, in Mexiko. Not much further. So the tomb is beyond that door. Durchzwängen. Come. Okay. Qualentelo. Ja, eigentlich dürfte in dem Grab nichts los sein. Cubeta la man. Warum? Er hat doch nichts gefunden, ne? Okay, dann wollen wir da mal. Dorthin, dann unten ist. The tomb is up there, on that statue. I'll watch the gate. Was hab ich mit den Dingern da? Okay, da hinten. Da müssen wir wieder hin. So, ich schätze mal, wir machen hier weiter. Und zwar im nächsten Teil. Bis dann mit Jepers. Macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video. Oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.